Unsere diesjährige Frühjahrsgolfreise führte uns nach Andalusien an die Costa de la Luz, die Küste des Lichts, beziehungsweise genauer gesagt an die Costa Ballena. Wir haben dort mehrere Golfplätze in Augenschein genommen und wollen Ihnen hiermit einige Eindrücke vermitteln. Wir beginnen mit dem Golfclub Costa Ballena. Schon das Entree ist eine Augenweide. Das stilvoll gestaltete Interieur lädt genauso wie die große Terrasse mit Atlantikblick zum Verweilen ein. Im Golfshop kann man sich noch neu einkleiden, Logobälle oder attraktive Accessoires kaufen, bevor man sich auf Europas größte Driving Range begibt, die abends auch bei Flutlicht bespielbar ist. Noch ein bisschen chippen und putten, dann geht's auf die Runde. Costa Ballena ist ein mehrere tausend Hektar großes Areal, das sich nahezu gänzlich dem Golftourismus verschrieben hat. Der Costa Ballena Golf Club verfügt über eine 27-Loch-Anlage mit einem 9-Loch-Par-3-Übungskurs. Die 9-Loch-Kurse sind beliebig kombinierbar und bieten somit reichlich Abwechslung. Gestaltet wurde die Anlage von keinem geringeren als José María Olazábal, dem spanischen PGA-Tourspieler, wie uns die Marketingdirektorin verrät. Die Spielbahnen sind durchweg sehr großzügig angelegt. Von Fairway- und Grünbunkern sollte man keine Angst haben, denn davon gibt es jede Menge. Man spielt zwischen Palmen und Olivenhainen, teilweise entlang des Atlantiks, und egal ob Anfänger oder fortgeschrittener Spieler, es macht einfach Spaß, auf diesem Platz zu spielen. Ausgangs- und Endpunkt unserer Golfausflüge war das Hotel Elba Costa Ballena. Das 4-Sterne-Designer-Hotel ist rund 3 Gehminuten vom kilometerlangen Atlantik-Sandstrand entfernt und ist das einzige Thalasso-Resort der Gegend. Hallenbad, Sauna und Outdoor-Poolanlage sind zweifellos auch für Golfspieler attraktive Nebenerscheinungen. Das Innere des Hotels ist gekennzeichnet durch Designermöbel und auch die Zimmer sind sehr geschmackvoll eingerichtet und in einer Größe, die man sich bei einem Urlaubsaufenthalt wünscht. Am Abend noch ein Sherry an der Bar und der nächste Golftag kann kommen. Der kam dann auch und führte uns nach einer 20-minütigen Busfahrt vor die Tore der geschichtsträchtigen Stadt Jerez, der Heimatstadt des Sherry. Kein Wunder also, dass der stadtnahe Golfplatz den gleichen Namen trägt.
Schon am Eingang weisen die Sherryfässer eines regionalen Produzenten auf die Bedeutung dieses Nationalgetränkes hin und ein Abstecher zu einem der Sherry-Produzenten lohnt sich allemal. Aber auch im Club-Restaurant des Sherry Golf ist eine Verkostung, bei der man sich von der Vielfalt dieses Getränkes überzeugen kann, möglich. Noch schnell die Scorekarte und ein paar Logobälle im Shop geholt und dann ab auf die Runde. In den frühen Morgenstunden eines Märztages hat der Platz einen ganz besonderen Reiz. Leicht hügelig mit zahlreichen Fairway- und Grünbunkern stellt der Kurs eine Herausforderung für alle Spieler dar. Arcos Gardens Golf Club und Country Estate war unsere dritte Destination in Sachen Golf. Die Felsenstadt Arcos mit dem Araberschloss aus dem 11. Jahrhundert, der gotischen Kirche und den weiß getünchten Häusern ist ein absoluter Eyecatcher auf einer Runde am Arcos Gardens Golfkurs. Das Clubhaus besticht durch seine besonders niveauvolle Einrichtung und stellt, wie auch das gesamte Umfeld mit den architektonisch reizvollen Villen, mehr als einen Hauch von Luxus dar. Von der Clubterrasse hat man gleich einen einladenden Blick auf das Fairway, das wir dann auch nicht länger warten lassen wollten. Zunächst aber, wie immer, auf Puttinggrün und Chipping Area bzw. auf die Driving Range, wo die Ballpyramiden schon aufgestapelt sind. Es wird Zeit, auf die Runde zu gehen und auch hier wieder Genuss pur zwischen Olivenbäumen und Luxusvillen auf gepflegten Fairways und eben solchen Grüns. Ein letzter Blick auf Arcos und dann ist auch diese schöne Golfrunde leider zu Ende. Ihre Golfrunde an der Costa Baena fängt hoffentlich erst an. Information und Buchung bei Ihrem TUI Reisecenter. Viel Spaß und schönes Spiel wünscht die Redaktion von MLTV.